Ich meine, das hier ist das Level. Das ist das Level, wo wir einen Gegner mehr kaputt machen können, als er eigentlich vorgesehen ist. Ach, Mist. Die haben auch keine Ärmchen. Ja, und deswegen... Oder? Nee. Warum wir da jetzt ein Leben bekommen haben, weiß ich nicht. So, genau, machen wir das hier, ne? Weil jetzt können wir hier mit diesem Ding können wir über die Lava laufen. Was ganz cool ist. Vorne ist nochmal ein neues. Reden wir mal mit dir. Ich bin so traurig. Diese nervigen Lavakröten haben meinem Freund alle Knochen geklaut. Wenn du mir hilfst, ihn wieder zusammenzusetzen, wäre er bestimmt lustiger. Lava-Echsen und Knochen abnehmen. Ja. Den finde ich ganz cool. Super! Du hast es durch die Einöde geschafft. Ich wusste, dass ich die Wette gewinnen würde. Mein Cousin Kronk ist ein Narr, gegen einen Drachen zu wetten. Nimm diesen Talisman für deine Hilfe. Wie sieht der aus? Ein Knochen mit einer Feder dran. Da oben ist was anderes drauf. Na gut. Ich brauche ein Steinchen. Hol ich mir den von hier oben. Kann ich mir direkt noch fürs Bald fressen und wieder ein Leben? Wir haben ja nicht schon genug. Machen wir erst das, weil da vorne bei dem einen kriegen wir nämlich einen Stein. Okay, der bleibt da oben liegen. Na gut. Wenn du das so sagst, dann ist das so. Den mitnehmen. Und abschießen. So, jetzt können wir nämlich hier vorne auf dieses Knochenende drauf springen. Und hier rüber. Nein, da drin ist ein Edelstein. Da drin ist ein Edelstein. Sind die Gegner wieder da? Nee, das ist gut. Aber die Dings ist wieder hier. Okay. So, jetzt müssen wir noch da hoch, weil da drin ist ein Edelstein. Ein Zehner, wenn ich mich erinnern kann. Nein, ein 25er sogar. Okay, dann können wir jetzt hier mit diesem Ding hier rumlaufen. Wenn wir das Tor treffen würden. Dankeschön. Und hier zwei Zehner. Okay, dann können wir jetzt hier hoch. Und die
Flasche kaputt machen. Okay, das ist relativ am Levelanfang. Relativ nah am Levelanfang, so. Muss ich mir gleich nochmal das Dings holen. Ist ja vorletzte, ne? Ja. Und noch ein 25er. Ne, warte mal, ich glaube, wir können auch so hinkommen. Ja. Danke, Spyro. Jetzt kann ich meinen Freund wieder zusammensetzen. Bitte nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Eine Elfe hat es vor einiger Zeit bei mir zurückgelassen. Auf jeden Fall, die Animation, die jetzt gleich kommt, ist im dritten Teil irgendwie kaputt. Voll niedlich. Ich mag den voll. Kann man den? Ne, man kann nichts mit ihm machen. Jo, was fehlt uns denn noch? 25 Edelsteine. Ach so, ja. Die Dings. Das ist die Musik von der komischen Farm. Ich weiß nicht mehr, wie hier. Irgendwas mit Insekten, glaube ich. Insekten. Insekt hier. Farm. Doch, das ist die. Wurden hier echt Lieder recycelt? Das sieht doch gut aus. Oder hört sich das nur wie die... Nee. Da sind Einflüsse von der Insekten, also von dieser Farm drin. Aber es ist doch anders. Auf jeden Fall, wir verpieseln uns wieder. Konnte ihm unter den Rock gucken. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch. Ich meine, jetzt hat mir alles fertig. C4 haben wir, Skelos Einöde, Kristall irgendwas, Gletscher, Windhafen haben wir auch, den hätten wir hier unten alles. Würde ich sagen, gehen wir zum Schmelzkrater. Ah, oh, da ist ja auch noch eine andere Welt. Oh, hier gibt es so viele Welten, ne? Offi. Glut haben wir auf jeden Fall auch schon. Das Level können wir nicht komplett fertig machen. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen in das hier. Magma-Kegel. Da gibt aber auch noch das andere. Schattige Oase, das ist auch nicht ohne. Aber das können wir auch nicht fertig machen, deswegen gehen wir in Magma-Kegel. Und dann fangen wir dann direkt das nächste Mal da an. Da muss ich dann nicht nochmal irgendwie mir überlegen, wo ich jetzt hingehe, sondern dann habe ich direkt was, wo ich dran arbeiten kann.
gut, dann werde ich sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme hier wieder. Tschüss!